Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ich hier für dich habe, ist eine Paul Stanley Signature. Das ist ein Iceman Type, ein Original Body von Ibanez. Und da muss ich gleich mal was in eigener Sache dazu sagen. Ich habe so eine Gitarre noch nie probiert, weil ich gedacht habe, dass man die nicht spielen kann, weil man mit der Hand hier an dieses Cutaway kommt, wenn man hier spielt. Nun muss ich sagen, kommt man nicht. Funktioniert also wunderbar. Und das ist gleich schon mal ein Vorurteil, was ich hatte. Und ich hatte auch gedacht, die wären kopflastig. Sind sie aber auch nicht. Also, einfach ein tolles, mal ganz anderes Design. Diese Gitarre gibt es in mehreren Ausführungen. Wir haben hier diese wunderschöne Lackierung. Silver Sparkle. Und ich neige die mal so ein bisschen, dass man die Farbe sieht. Guck das mal an hier. Schön, gell? Eieiei, von hinten ist es schwarz. Oh, keine Locking-Tuner. Aber die Gitarre ist auch nicht besonders teuer. 397 Euro für diese geile, extravagante Gitarre. Das kann man mal als Show, einfach als Show-Effekt holen und bei drei Liedern spielen, wenn man es jetzt nicht länger spielen will. So, was haben wir hier für Schaltung? Wir haben im Prinzip super einfache Richtung Les Paul-Schaltung. Wir haben zwei Volumenregler. Und zwar ist dieser Volumenregler für den Pickup. Und dieser Volumenregler ist für den Pickup. Und da haben wir einen Masterton. So, was man damit machen kann, und viele wissen das nicht, warum das früher gemacht wurde. Wenn ich jetzt hier so einen klassischen Amp habe, wie zum Beispiel mein SV20H. Ich spiele hier übrigens über ein Tone-X-Pedal mit meinen Studio-Sounds von meinem Tone-X-Pack. Das ist ein klassischer Plexi Marshall. Habe ich hier so einen satten, AC/DC-mäßigen, verzerrten Sound, ja. Was ich jetzt machen kann, ich kann den Schalter hier umdrehen und kann dann hier mir einen Clean Sound einstellen, weil der Studio Plexi halt ein super dynamischer Amp ist. Und kann ich dann einfach hier an der Gitarre und das ist halt praktisch, die meisten wissen das nicht. Ansonsten haben wir einen Pappel-Korpus und Purple Heart Griffbrett. Dann haben wir Infinity Pickups von Ibanez. Und das hier ist zum Beispiel auch verspiegelt, ja? Und hat, wie gesagt, diese wunderschöne Sparkle. Eine Quick Change Bridge, also du kannst hier, ohne einzufädeln, einfach die Seite nehmen, hier hinten, zack, und du hast super schnell Seiten gewechselt. So, hören wir mal einfach die Gitarre clean. Das ist so ein leichter Edge of Breakup. Und ich nehme hier den Volumenregler ein bisschen zurück. Mal so was Bluesiges spielen will, mache ich mal hier meinen Archer dazu. Das ist so eine Art Klon. Ja. Wenn ich diesen Klon im Steg-Pickup verbinde mit dem Marshall, haben wir so eigentlich schon so einen klassischen Kiss-Sound. Ja. Ich weiß, dass das Riff so nicht geht. Der Sound ist authentischer als das, was ich spiele. Muss man das mal so sagen. Ja, und das ist die Paul Stanley Signature in Sparkling Silver. Sehr schöne Gitarre und echt zu einem total fairen Kurs. Also man könnte fast sagen, ein Einsteigerpreis. Ja? Fast. Also der Einsteiger, da haben jemand jetzt noch ganz andere Gitarren, so für 220 Euro, die auch geil sind. Aber ja, ich meine, das ist halt schon was Besonderes und ein absoluter Hingucker für, wenn du live spielst. Und ja, wenn du mal ein paar Songs von Kiss coverst, eigentlich muss man sich die dafür holen. Ja, eigentlich muss man das machen und nicht einfach mit einer Stadt spielen.
Gitarre ist übrigens super verarbeitet, lässt sich gut spielen. Der Hals ist lackiert, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber das ist Geschmackssache. Manche lieben das und das gibt es natürlich auch auf Gitarren für 5000 Euro, dass Hälse lackiert sind. Wichtig ist, dass die Bünde richtig abgerichtet sind. Das sind sie hier, sie sind schön glatt poliert. Die Pickups taugen einigermaßen was. Ja, ich meine, natürlich kannst du nicht bei einer Gitarre für 400 Euro erwarten, dass ihr Pickups drin hat für 400 Euro, weil wo ist der Rest? Ne? Also das geht ja nicht. Und sehr vielseitiger Sound, muss ich wirklich sagen. Ja, das war's zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Zweimal Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Ansonsten dir vielen Dank fürs Zuschauen und schreib mir mal einen lustigen Kommentar unten rein. Ciao!